Gesten ohne Bezugssystem. Eine Annäherung an Benjamins Kafka-Gedenkschrift von K. Carter. Benjamin vollzieht mit seinem Kafka-Essay eine Mimesis ans Werk, bei der eine Unterscheidung zwischen Kunst und Kritik kaum noch greift. Daran knüpft Werner Hamacher mit seiner essayistisch-philosophischen Literaturanalyse an. In dieser Linie fällt es buchstäblich schwer, Worte zu finden, mit denen sich die in den Texten dargestellte Unmöglichkeit, eine durch Sprache vermittelte Äußerung restlos zu begreifen, erfassen lässt. Menninghaus beschreibt in seiner Monographie, dass Benjamin nicht nur thematisch an vielfältigen Schwellenerfahrungen arbeitet, sondern auch die Form und Intention seiner Werke würden eine Schwelle hüten oder besser produzieren, die es zu durchmessen gilt. Dabei bildet das sich entziehende Schwierige des Benjaminschen Essays eine erste Schwelle, durch die man dann zum Nicht-Fassbaren in Kafkas Texten selbst kommt. Benjamin beschreibt die Art, wie Kafka seine Schriften hermetisch gegen Deutungen verschlossen hat, folgendermaßen. Kafka verfügte über eine seltene Kraft, sich Gleichnisse zu schaffen. Trotzdem erschöpft er sich in dem, was deutbar ist, niemals, hat vielmehr alle erdenklichen Vorkehrungen gegen die Auslegungen seiner Texte getroffen. Mit Umsicht, mit Behutsamkeit, mit Misstrauen muss man sich in ihrem Inneren vorwärts tasten. Benjamin nimmt Kafkas Werk in seiner Unverständlichkeit ernst. Er versucht nicht, sie aufzulösen und nähert sich deshalb Kafkas Schriften partiell, indem er scheinbar beiläufig einige Aspekte herausgreift, die er mit großer Ernsthaftigkeit betrachtet. Verstanden wird etwas allein in seiner Unverständlichkeit. Von dieser Prämisse geht Hamacher in seiner philosophisch-literaturwissenschaftlichen Monographie aus. Die Unverständlichkeit begleitet das Verstehen nicht als unvermeidliches Übel, sondern sie ist es, die die Möglichkeit des Verstehens erst eröffnet und sie als Möglichkeit bewahrt. Wenn verstanden wird, dann aus dem Abstand zum Verstehen. Diesen Vorgang nennt Hamacher nach einer Formulierung von Paul Celan entferntes Verstehen. In diesem Sinne wird sich hier dem Rätselcharakter von Benjamins Kafka-Gedenkschrift angenähert. Da bei den zugrunde liegenden Werken der Modus der Darstellung eng mit deren Inhalt verwoben ist, wird der Stil des Benjaminschen Essays ausführlich betrachtet. Die vorsichtige Haltung den Grundlagentexten gegenüber bringt mit sich, dass sie viel zitiert wird, um die behandelten Motive und ihre Art der Darstellung möglichst unverfälscht zu zeigen. Benjamin interpretiert Kafkas Werk als eine Parallelsituation zum Theater, indem er es als einen Kodex von Gesten liest. Den Gesten und dem Gestus in den kafkaschen Texten geht Benjamin in seiner Gedenkschrift auf verschiedenen Ebenen nach. Auf dieser Spur soll ihm hier gefolgt werden. Damit verbunden ist eine Reflexion der verschiedenen Medien. Besonders der Akt des Schreibens und des Mediumschrift werden in den zugrunde liegenden Texten aufgegriffen. An vielen Stellen wird die abgründige Erfahrung, in Sprache verstrickt zu sein, thematisiert. Durchgehend stellt sich die Frage, die letztlich offen bleibt, wie Literatur, Theater und Theorie mit der Krise der Darstellung umgehen können. Scheitern als Prinzip der Moderne. Hamacher schreibt wiederholt und nicht näher abgegrenzt von der Moderne. Und diese Bezeichnung wird hier so übernommen. Generell ist es wichtig, zwischen der Moderne als Epochenbezeichnung, Theorien der Moderne und Kunst, die modern genannt werden kann oder wird, zu differenzieren und sich die jeweiligen Bezüge klarzumachen. Die Moderne zerstört die bisherigen Ordnungen und macht das Scheitern zu ihrem Prinzip. Indem sie die Entdeckung der Kontingenz selbst in den Stand der Erkenntnis hebt, nimmt sie sich aus dem Scheitern heraus. Mit diesen Überlegungen beginnt Hamacher seine Annäherung an Benjamins Kafka-Essay. Er fasst es so. Das Scheitern wird als eine der Grundfiguren der Moderne, zumal der modernen Literatur, betrachtet. Die Moderne und ihre Literatur, darin stimmt man überein, sollen hervorgehen aus dem Zerfall überlieferter Ordnung, aus der Korrosion von Konventionen und dem Verlust der sozialen und ästhetischen Codes, die die Kohärenz
und Kontinuität von Formen des Verhaltens und der Produktion sichern konnten. Die Moderne muss demgemäß scheitern, um modern zu bleiben. Dadurch, dass die Moderne das Scheitern zu einem neuen Prinzip aufstellt, so arbeitet Hamacher heraus, kann sie einer Konsequenz nicht ausweichen, die ebenso ironisch wie fatal ist, nämlich, dass nichts moderner, nichts ultra- oder postmoderner sein könnte als ihr eigener Konservativismus. Aus diesem, in seiner Wiederholung letztlich konservativen Reflex resultiert, dass es den TheoretikerInnen der Moderne mit ihrem Scheitern teilweise nicht ganz ernst ist. Hamacher grenzt davon die PraktikerInnen, also KünstlerInnen, ab und führt Kafka als ein ideales Beispiel eines Praktikers der Moderne ein. Diese hätten auf einer ganz anderen Ebene und dabei konsequenter, ja radikaler, die Prärogative der Erkenntnis und der von ihr determinierten Darstellungsformen bestritten. Wobei auch die Auseinandersetzung und das Abarbeiten der PraktikerInnen mit und an der Moderne nicht ganz ernst gewesen sei. Diese Unernsthaftigkeit bedeutet jedoch im Gegensatz zu der TheoretikerInnen kein Abgrenzen von der Verzweiflung an der Gesetzlosigkeit und dem Scheitern, sondern resultiere gerade aus ihr. Unentscheidbarkeit, Kafkas Scheitern. Benjamin zitiert aus einem seiner Gespräche mit Brecht, in dem beide eine Differenzierung von zwei literarischen Typen aufstellen, dem Visionär, dem es ernst ist, und auf der anderen Seite dem Besonnenen, dem es nicht ganz ernst ist. Besonnene sprechen in Gleichnissen, und diese enthalten eine gewisse Unernsthaftigkeit im Sinne einer Differenz zum Eigentlichen. Da ein Gleichnis auf seine logische Auflösung zielt, sind seine sprachlichen Formen und Stoffe insubstanziell. Sie bedeuten etwas anderes als sich selbst. Zudem sind Gleichnisse auf die Sprache der Vernunft und auf rationale Elemente bezogen. Und diese wurden doch von der Moderne ad absurdum geführt. Davon grenzen Brecht und Benjamin Visionärinnen und MystikerInnen ab, denen es ernst mit der Literatur sei, denn in ihren sprachlichen Formen drücke sich etwas Substanzielles aus, nämlich das Leben selbst. Hamacher geht noch weiter. In jedem Gegenwärtigen schon ein Kommendes, in der Darstellung nicht ein ephemeres Mittel des Dargestellten, sondern dessen eigene Präsenz. Brecht und Benjamin stimmen darin überein, dass es letztlich nicht entscheidbar sei, ob Kafka ein Visionär oder ein Weiser gewesen sei, ob er Parabeln oder Romane geschrieben habe, ob er es mit seinen Schriften ernst oder nicht ganz ernst gemeint habe. Deshalb sei Kafka als Autor gescheitert. Dabei macht gerade Kafkas Scheitern, sein sich den Regeln der Darstellung und Überlieferung entziehen, ihn zu einem großen Dichter der Moderne. Wobei das Kriterium für diese Modernität kein moderner Standard des Gelungenen ist, sondern die Unentscheidbarkeit der Frage, welchem Standard sein Werk und ob es überhaupt einem Standard entspricht. Das Unentscheidbare trifft die Entscheidung, das Zweideutige, Intransparente, Wolkige. So Hamacher. Dem fügt er noch eine Umdrehung hinzu, indem er feststellt, dass es in dieser Sichtweise auch Benjamin und Brecht mit ihrer Konstruktion nicht ganz ernst gewesen sein kann, da sie sich dem Thema über ein Gleichnis mit Konfuzius annähern. Hamacher arbeitet Vergleichbarkeiten zwischen dem gesetzlosen, entfremdeten Leerlauf der Moderne und dem Akt des Schreibens heraus. Dieser sei, wie die Moderne auch, regellos und somit haltlos, hilflos. Das Gesetz des Schreibens ist, dass es kein Gesetz hat. So bemerkt auch Kafka, nur das Schreiben ist hilflos, wohnt nicht in sich selbst, ist Spaß und Verzweiflung. Es lässt sich fragen, ob Kafkas Dilemma eine Krux des Schreibens ist. Schrift ist weniger unmittelbar als andere Medien. Ihre Nachträglichkeitsstruktur konstituiert ihre Funktionsweise und ihr Zeichencharakter trennt das Zeichen von der Referentin ab. Und auch, wie sich dieses Dilemma in anderen Künsten, Theater, Performance oder Tanz, darstellt, in denen der Bezug zu den RezipientInnen unmittelbarer ist. Zitat Hamacher: Wo aber keine Norm fürs Schreiben gilt, wo jede vernünftige oder auch nur durchsichtige Kohärenz allenfalls durch Abwesenheit glänzt,
Da kann auch die Verzweiflung über ihr Fehlen nicht sie selber sein und muss als irrer Spaß erfahren werden. Wenn nicht klar ist, was fehlt oder verfehlt wird, muss die Rede vom Fehl selber prinzipiell verfehlt sein. Sie hat die epistemische Sicherheit eingebüßt, die allein den Hintergrund für das Pathos des Scheiterns und das der Rettung abgeben könnte. So wenig diese Literatur und diese Moderne in sich selbst zu Hause ist, so wenig wohnt sie im Unzuhause ihrer Abwesenheit. Sie bewegt sich im Zwischen- und Zwitterbereich, der keinen kanonischen und keinen verbürgbaren Namen mehr trägt. Die Dichotomien, richtig, falsch, Scheitern, Rettung, Verzweiflung, Spaß, sind also nur noch leere Worthülsen, die ihre epistemische Bedeutung verloren haben, die nichts mehr heißen. Kafka stellt eine Bedeutungsfreiheit dar, in der jeder Name, jede Deutung, jede Geste ins Leere läuft. So produziert er moderne Literatur, die sich konsequent in den Zustand der Nicht-Notwendigkeit, der Gesetzlosigkeit hineingibt. Weil das Richtige nicht verfehlt werden kann, ist weder Scheitern möglich, noch kann es Rettung geben. Dabei wird die Verzweiflung an der Haltlosigkeit zum irren Spaß, wie in Kafkas Erzählung Die Wahrheit über Sancho Panza. Hier, so Benjamin, sei es Kafka gelungen, die atemberaubende Schnelligkeit des regellosen Leerlaufs der Moderne einem epischen Passschritt anzugleichen. In einem atemlosen Durchlauf schafft Kafka eine extrem dichte und anspielungsreiche Synthese von Geschichte, dem Tradierten, dem Fiktionalen mit dem Leben. Schweben zwischen der Unmöglichkeit der Rettung und damit gleichzeitig der Unmöglichkeit des Scheiterns und so einen abgründigen Humor eröffnet. Benjamin wertet die Erzählung über Sancho Panza als Kafkas vollendetste und räumt ihr einen besonderen Stellenwert ein, indem er seine Kafka-Gedenkschrift mit einem Zitat der ungekürzten Erzählung beendet. Dadurch, dass Benjamin nicht einzelne Aspekte aus Kafkas Erzählung herausgreift und sie als Ganzes stehen lässt, wahrt er ihren aporetischen Überschuss, der auch stark in ihrer Form liegt. Schreiben und Erzählen in Benjamins Kafka-Essay. Es wird erzählt, schreibt Benjamin zu Beginn seines Kafka-Texts. Darin liegt eine gezielte Ungenauigkeit, die zwei Lesarten zulässt. Erstens das Erzählen verstanden als ein mündliches Ereignis und andererseits als eine schriftliche, von der Autorin komponierte Erzählung. Damit eröffnet Benjamin die Möglichkeit, seinen Essay auch als eine Reflexion über das Erzählen und das Schreiben zu lesen. Benjamin entwickelt seine Kafka-Gedenkschrift anhand von Bildlichkeit und Motivarbeit. Er emanzipiert das Besondere gegenüber dem Allgemeinen. Gleichzeitig durchmisst er aber Kafkas gesamtes Werk, was unter anderem daran deutlich wird, dass er mit einem Bestreben nach Vollständigkeit aus allen drei Romanen zitiert, zahlreiche Erzählungen heranzieht und zudem Stellen aus Kafkas Briefen anführt. Kramer beschreibt das Benjaminsche Verfahren als das Folgen von Spuren. Diese manifestieren sich an den verschiedensten menschlichen Ausdrucksformen, die Benjamin Kafkas Werk sucht, als wollte er keine vergessen, und die Kramer in seiner Benjamin-Rezeption akribisch zusammenträgt. Hier sollen ein paar von ihnen wiedergegeben werden, damit eine Ahnung von ihrer Vielfalt entsteht. Von den unwillkürlichen Regungen des Gestus, der Gebärde, der Anspielung, gelangt er zu den als sprachliche Mitteilungen intendierten Ausdrucksarten wie Wort, ferner den Artikulationsformen der Kunst wie Theater, Dichtung, Epik und schließlich gelangt mit Deutung, Interpretation und Auslegung der produktive Leser in den Blick. Hier zeigt sich die Verwobenheit von Kafkas Bezug auf den Gestus mit Dichtung und Theater. Dabei sind die Grenzen zwischen den einzelnen Gruppen fließend und die Anhäufung der Ausdrucksträger evoziert ein Gespür für die Allgegenwärtigkeit der Artikulationsformen. Es scheint nichts zu geben, was nicht als Ausdruck angesehen werden könnte. Benjamins Essay wirkt als Paradebeispiel dieser literarischen Form leicht und assoziativ strukturiert, doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, wie fein er komponiert ist. Es lassen sich immer neue Tiefendimensionen aufschließen. Benjamin nähert sich mit seinem Essay Kafkas Bestreben an, Literatur zu produzieren, die auf radikale Weise versucht, den entfremdeten Zustand der Moderne in inhaltlich parabolischen
und stilistisch-hermetischen Werken aufzugreifen. In seiner Rede Der Autor als Produzent stellt Benjamin die These auf, dass die Tendenz einer Dichtung nur stimmen kann, wenn sie auch literarisch stimmt. Er macht sich damit für ein Primat der literarischen Technik gegenüber dem Inhalt eines Werkes stark. Weiter zieht Benjamin Schlüsse über die Funktionsweise von politischen Werken. Er beschreibt, wie bürgerliche Printmedien, opponierende Schriften, erstaunliche Mengen von revolutionären Theorien assimilieren können, ohne damit ihren eigenen Bestand und den der besitzenden Klasse in Frage zu stellen. Wie lässt sich ein literarisches Werk also davor schützen, als Konsumartikel einverleibt zu werden? Diesem Dilemma entzieht sich am ehesten eine Literatur, deren Intention sich verschließt. In dieser Perspektive wird nachvollziehbar, was auf den ersten Blick verwundert, nämlich, dass Benjamin als Exilierter 1934 einen schwer verständlichen literaturwissenschaftlichen Essay veröffentlicht, in dem der Nationalsozialismus mit keinem Wort erwähnt wird. Benjamin entwickelte eine Schreibweise, die durch ihr hermetisches Sich-Entziehen und ihr hybrides, essayistisches Changieren zwischen den Gattungsformen ihren Gehalt gegen Aneignungen schützen kann. Seine Kafka-Schrift ist derart unfassbar, dass sogar die simple Frage nach seinem Inhalt, wie Kramer betont, kaum ohne eine den Text und seine Eigenart bringende Zurechtmachung zu beantworten ist. So resümiert Kramer über Benjamins Essay, wie Kunstwerke ihren Charakter verlieren, wenn sie durch Umschreibung ersetzt werden, so kann auch diese Sekundärliteratur nicht reduziert werden. Die intendierte Sperrigkeit des Texts verhindert ein konsumierendes Lesen und fällt darin nicht hinter die Texte zurück, die im Anlass der eigenen Produktion waren. Dies erschwert eine Rezeption von Benjamins Schriften. Müller-Schöll beschreibt die politisch oder literarisch reduzierenden Tendenzen der Benjamin-Kritik. Erst in jüngerer Zeit hätte es Versuche gegeben, die politische Allegorie des Literarischen, wie auch die allegorische Schreibweise des politischen Benjamins herauszuarbeiten. Was zuvor als Verschrobenheit abgetan und damit dem vermeintlichen Sinn geopfert wurde, das erschien nun als Ausprägung eines Schreibverfahrens, dessen Dunkelheit der allzu großen Präzision geschuldet war. In diesem Sinne schreibt auch Schweppenhäuser zu Benjamin. So vermeiden diese Texte stilistisch, will sagen durch Zurücknahme des Stils, nämlich des Arrangements der Sache nach irgendwie äußerlichen Mustern, jeglichen Anschein der Progression. Für Benjamins Kafka-Gedenkschrift gilt, was generell den Essay auszeichnet. Er ist kaum einer bestimmten Textsorte zuzuordnen, changiert zwischen Philosophie und Literatur, Wissenschaft und Kunst. Dabei verkörpert der Kafka-Essay scheinbar spielerisch das Grenzgängerische, das dieses Genre ausmachen kann. Benjamin versucht mit jeder einzelnen Wendung, so Kramer, das sich dauernd entziehende Rätselhafte als Rätsel aufzustellen, ein Modell zu denken, das diesem angemessen wäre und es nicht um seine Andersheit brächte. In seiner berühmten Verteidigung des Essayismus beschreibt Adorno, wie diese Form es vermag, den Einbruch des Irreduziblen zu ermöglichen. Dabei kann der Essay einen Überschuss freisetzen, der sich der Art der Darstellung verdankt, in ihr enthalten ist und zugleich über sie hinausweisen kann. Auf den aporetischen Kern sowohl des Kafkaschen Werks als auch seiner Benjaminschen Annäherung kann das Adornische Theorem des Rätselcharakters der Kunst bezogen werden. Die verschwiegene und bestimmte Antwort der Kunstwerke offenbart sich nicht mit einem Schlag als neue Unmittelbarkeit der Interpretation, sondern erst durch alle Vermittlungen hindurch, die der Disziplin der Werke wie des Gedankens, der Philosophie. Der Rätselcharakter überlebt die Interpretation, welche die Antwort erlangt. Benjamin reduziert Schreiben nicht auf ein Darstellen von Gedanken, sondern bindet es in seinen Prozess der Reflexion mit ein und reflektiert dabei in einer Wechselbewegung zugleich auch das Funktionieren des Schreibens. Schweppenhäuser hält fest, dass Benjamin dabei die Gestalt nicht hinter der Gestalt sucht, sondern in ihr, wobei das genaue Auffassen schon das Erkennen sei. Dergestalt, so Schweppenhäuser, schreitet der Benjaminsche Gedanke zurück, wenn er fortschreitet.
So verwendet Benjamin hier Wörter umstandslos, ohne Definition als Begriffe. Er nähert sich bestimmten Motiven durch Wiederholung und Variation an. Da er seine Begriffe aus verschiedenen Wortfeldern, etwa theologischen und psychologischen, entnimmt, eröffnen sie komplexe Zuschreibungskreise. In einer schwierigen Verweisstruktur ziehen sich zahlreiche Bezüge durch den Text. Es wurde in der Literaturwissenschaft mehrfach darauf hingewiesen, dass Zitate einen besonderen Stellenwert in Benjamins Schriften haben. So gibt es eine ganze Forschungsperspektive, die sich seinem Werk mit dem Blick auf die Art der Archivierung und der Fragmentierung von Wissen nähert. Die Undurchsichtigkeit des Benjaminschen Textes wird durch die große Anzahl, die Platzierung und die verwirrende Auswahl der Zitate gesteigert. Benjamin gibt beispielsweise an mehreren Stellen überraschend eingebundene Ausschnitte aus Franz Rosenzweigs mystischen Reflexionen zu China wieder. Dies eröffnet eine erstaunliche Verweisstruktur, unter anderem auf das chinesische Theater, als ein episches und gestisches. Zudem wird Kafka als Autor mit einer Nation verglichen und es gibt weitere seltsame Zuschreibungen. Auch die Zitate aus Kafkas Werk verwendet Benjamin nicht argumentativ. Es wird in ihnen nichts beigebracht, um das verständlich gewordene Andersartige zu vereinnahmen, sondern um das Irritierende dem Gewohnten zu kontrastieren. Der Essay löst sich vom in der Sekundärliteratur gepflegten Ideal des flüssigen Textes, bei dem sich die Zitation bruchlos in den Inhalt einfügen und ihn stützen soll. Stattdessen wird auch im Zitieren erst durch die Zerstörung des gegebenen Textkontinuums eine Eröffnung seiner freisetzenden Potenziale möglich. Benjamins Umgang mit den Ausschnitten aus Kafkas Werk zeigt, dass er es als ein Ganzes aus Ganzen und nicht aus Teilen versteht. Die folgende Aussage Schweppenhäusers verdichtet noch einmal die hier gezeigten Perspektiven auf Benjamins Verfahren der Darstellung. In der beharrlichen Mühe der Reproduktion des Erkenntnisgegenstands durch Sprache und Begriff waltet primär nicht zerspaltene Analysis, der Zugriff, der die Sache an ihrer präparierten Gestalt zu haben meint, sondern mimetisches Zuwarten, die reglose Geduld, die vor der Sache verharrt, bis sie dem anscheinend absichtslos Zuschauenden, absichtslos wie ihresgleichen sich gibt. Das Motiv der wolkigen Stelle zieht sich durch den Kafka-Essay. Dreimal benennt Benjamin sie konkret. Diese befremdliche Metapher bildet eine Trübung und Entstellung, die die Möglichkeit, eine klare Lehre aus Kafkas Texten zu ziehen, verwischt. Dies hat auch Konsequenzen für die Gattungsbestimmung eines Textes, denn eine Parabel, die nichts mehr zeigt und keine Moral mehr enthält, transformiert vom Gleichnis in den Roman, beziehungsweise ins Epische, in die Form der virtuell unendlichen Verzögerung, die die Aufgabe hat, das Kommende aufzuschieben. Kafkas Werk stellt eine Erkrankung der Tradition dar, schreibt Benjamin, was sich auf Überlieferung und Historiografie bezieht. Durch die Kontingenz der Moderne gerät die Geschichtsschreibung und damit auch die Literatur in eine paradoxe Situation. Zuvor tradierte sie lehrhafte Erzählungen, nun muss sie versuchen, das Undarstellbare zu überliefern. Hierzu ein Zitat von Hamacher. Wie Kafkas Texte vor der Bedeutung, auch ihre eigenen, unendlich zögern, so absorbieren sie zugleich das von ihr blockierte und durch ihre Hemmung genährte Bedeutungspotenzial in sich selbst. Die Darstellung geht in ihr unversehens selbst ins Undarstellbare über. Sie zeigen sich in dem Entzug des Zeigens und ziehen derart selber in die Wolke ein. Diesen Aspekt von Kafkas Schriften hat Benjamin als magisch bezeichnet. Dementsprechend kommt Hamacher zu dem Schluss, dass die wolkige Stelle die Demarkationslinie zwischen Literatur und Leben zerlaufen lässt. Die kafkaischen Parabeln versagen vor jeglicher Ordnung oder Lehre, beziehungsweise versagen sich dieser, und in ihrem nicht auflösbaren eröffnet sich das mythische Leiden, das Leben selbst. Dazu fragt Benjamin an zentraler Stelle: Besitzen wir die Lehre aber, die von Kafkas Gleichnissen begleitet und in Kars Gesten und in den Gebärden seiner Tiere erläutert wird? Sie ist nicht da. Wir können höchstens sagen, dass dies und jenes auf sie anspielt. Kafka hätte vielleicht gesagt, als ihr Relikt sie überliefert.
Wir können aber ebenso wohl sagen, dass ihr Vorläufer vorbereitet. Zitat Ende. Der Überschuss, den Kafkas Parabeln durch ihr Entziehen freisetzen, bringt Benjamin dazu, sie der Zukunft nicht weniger als der Vergangenheit zuzurechnen. So eröffnet sich die Möglichkeit, dass sich in der Desintegration der Darstellung etwas anderes, bisher noch nie dagewesenes und nicht einfach Antizipierbares vorbereitet. Zitat Hamacher. In diesem Sinn lässt sich auch Benjamins aporetischer Satz über den Doppelcharakter von Kafkas Parabeln etwas mehr verstehen. Kafkas Dichtungen sind von Hause aus Gleichnisse. Aber das ist ihr Elend und ihre Schönheit, dass sie mehr als Gleichnisse werden mussten. Kafka ähnelt seine Darstellung dem Unvorstellbaren an. Dadurch werden seine Erzählungen sich selbst ungleiche und zudem magische Zwitterwesen. Folgerichtig sind auch die Gestalten, die in seinen Werken auftreten, Zwitter. Benjamin bezeichnet sie als Monstra und ordnet ihnen die Motive des Körpers, der Erinnerung und der Schuld zu. Die wolkige Stelle in Kafkas Werk und in Benjamins Reflexionen dazu ist die Unmöglichkeit des Heißens, die Darstellung, die ihr Darzustellendes verliert. Sie ist, so Benjamin, Metapher für die Unmöglichkeit der Metapher selbst, also ein figurativ-defigurativer Zwitter. Denn der Darstellung der Unmöglichkeit der Darstellung ist eine Zweiseitigkeit inhärent. Wie Hamacher schreibt, trifft schließlich das Unentscheidbare die Entscheidung, das Zweideutige, Intransparente, Wolkige. Kafkas Schreiben ist im Dazwischen verortet, im Unzuhause jenseits von Bestimmungen. Es ist ein Sprechen außerhalb der diskursiven, genealogischen und logischen Konsistenz der Sprachen. Als Übergang der Sprache in das, was nicht mehr Sprache ist, und also als Sprechen der Bloßen, als Egestus. Diese Selbstverhinderung in Kafkas Sprache, die Aufschub, Sprung und Entstellung ist, bezeichnet Benjamin als den Gestus. Um dessen Bezüge geht es im Folgenden. Benjamin bezieht den Gestus auf unterschiedliche Ebenen. Zunächst auf das, was herkömmlich als Geste verstanden wird, wie das Tragen eines Blatts auf flacher Hand, der auf die Brust gesenkte Kopf, die Eilfertigkeit eines Kellners, selbst der schrille Ton einer Türglocke, die über die Stadt zum Himmel auftönt. Weiter begreift Benjamin dasjenige als Geste, was für Kafka an seiner Welt allein fassbar und dennoch unverständlich, vorhanden, aber unbegreiflich und also aporetisch war. So Benjamin. Er kommt zu dem Schluss, dass Kafkas Dichtung aus seinen Gesten hervorgeht. Benjamin beschreibt, dass Kafka der Gebärde des Menschen die überkommenen Stützen, also ihre vermeintliche Selbstverständlichkeit nimmt. Kafka sei unermüdlich gewesen, sich den Gestus zu vergegenwärtigen. Aber das geschieht nie anders als mit Staunen. Zitat Benjamin. Hier drückt Benjamin zunächst aus, dass Kafka sich selbst nicht immer über die Bedeutung der von ihm dargestellten Gesten klar gewesen sei. Darüber hinaus zeigt sich an dieser Stelle eine unerwartete Leichtigkeit, die Kafkas Schreiben auch als ein spielerisches lesbar macht. In wechselnden Versuchsanordnungen geht Benjamin Kafkas rudimentäre Gesten um ihre Bedeutung an. Auf einige wenige davon wird im Folgenden verwiesen. Die Erzählung Schlag ans Hoftor trägt schon im Titel eine Geste. Benjamin gibt einen Ausschnitt aus ihr wieder und beschreibt sie dann folgendermaßen. Es war im Sommer, ein heißer Tag. Ich kam auf dem Nachhauseweg mit meiner Schwester an einem Hoftor vorüber. Ich weiß nicht, schlug sie aus Mutwillen ans Tor oder aus Zerstreutheit oder drohte sie nur mit der Faust und schlug gar nicht. Hier endet das Zitat, dann weiter Benjamin. Die bloße Möglichkeit des an der dritten Stelle erwähnten Vorgangs lässt den Vorangegangenen zunächst harmlos erscheinen, in ein anderes Licht treten. Jede einzelne Geste, so Benjamin, ist ein Drama für sich. Kafka reißt hinter jeder Gebärde den Himmel auf und auch die scheinbar kleinsten Gesten verlangen den kafkaschen Figuren Unglaubliches ab. Zitat Benjamin. Weltalter hat der Mann beim Tünchen zu bewegen. Und so noch in der unscheinbarsten Geste. Vielfach und oft aus sonderbarem Anlass
klatschen Kafkas Figuren in die Hände. Einmal wird beiläufig gesagt, dass diese Hände eigentlich Dampfhämmer sind. Zitat Ende. Benjamin nennt die Gesten der kafkaschen Figuren zu durchschlagend für die gewohnte Umwelt. Sie würden das Einbrechen eines anderen eröffnen. Gebückt vor Schrecken gehen die Leute, die den Schlag ans Huftor vernommen haben. Je weiter Kafka an ihnen arbeitete, desto unangepasster wurden die von ihm dargestellten Gesten und desto weniger hat er sie erklärt. So werden die absurden und übergroßen Gesten im Prozess schon nicht mehr begründet. Da das Vergessene niemals nur ein individuelles sei und sich jedes Vergessene mit dem Vergessenen der Vorwelt mischt, wird verständlich, dass andere Romanfiguren, dem Protagonist K., alle Mitteilungen, auch die wichtigsten, stets mit beiläufiger Geste überbringen, so als müsste er es längst gewusst haben und sich nur daran erinnern. Als häufigste Geste in Kafkas Werk stellt Benjamin die des Mannes, der den Kopf tief auf die Brust herunterbeugt, dar. Mal würden die kafkaschen Figuren durch ihre Müdigkeit dazu gebracht, mal durch niedrige Decken und vieles andere. Von Anspielungen auf gebeugte Köpfe und gekrümmte Rücken, die er aus verschiedenen Romanen und Erzählungen in Kafkas Werk zieht, kommt Benjamin schließlich zur Bestrafungsmethode in der Erzählung Strafkolonie. Mit einer gruseligen Maschine, die Stiche mehrt, die Ornamente häuft, werden den Schuldigen hier verschnörkelte Lettern in den Rücken eingraviert, solange, bis der Rücken der Schuldigen hellsehend wird, selber die Schrift entziffern kann, aus deren Lettern er den Namen seiner unbekannten Schuld entnehmen muss. Es ist also der Rücken, dem es aufliegt. Zitat Ende. In dieser kurzen Betrachtung der Strafkolonie bringt Benjamin wichtige Motive seiner Kafka-Gedenkschrift auf den Punkt, indem er eine Verbindung von Schrift, Schuld, Erinnerung, Namen und Geste schafft. So nähert sich Benjamin auch an dieser Stelle Kafkas Werk dadurch an, dass er seinem Rätselcharakter ein neues Rätsel beistellt. Hervorgehend aus der wolkigen Stelle entzieht sich die Geste den herkömmlichen Bedeutungen und trägt nur sich selbst. Auf diese Weise kann jede Geste die Hoffnung beinhalten, dass die Last vom Rücken genommen würde. Dies bringt uns zu abstrakteren Betrachtungen von Kafkas Gesten, ohne Bezugssystem. In den kafkaschen Gesten drückt sich weder eine gesicherte symbolische noch eine schlicht mimetische Bedeutung aus. Vielmehr zögern sie vor jeder Bedeutung und Leere und tragen letztlich nichts als dieses Zögern, Hinhalten und Aufschieben. Dies macht die Geste zu einem irreduziblen Restphänomen der Sprache überhaupt, so Hamacher. Zitat Benjamin. Bei Kafka ist die Neigung sehr bemerkenswert, den Vorfällen gewissermaßen den Sinn abzuzapfen. Es bleibt hier nichts weiter als der Gestus übrig, der aus allen affektiven Zusammenhängen herausgelöst ist. Dabei bleibt die Geste, so betont Benjamin im selben Abschnitt, das Entscheidende, die Mitte des Geschehens. Weil in der Geste nichts geschieht als sie selbst, kann nicht mehr zwischen Spiel und Dasein unterschieden werden, wie auch nicht mehr zwischen Bedeuten und Bedeuteten oder zwischen Ankündigung und Aufschub. Sie sei, so Hamacher, ein Sagen, das nichts als sie selbst sagt und deshalb von sich sagen muss, dass es nichts sagt und bilde so dialektisch die Mitte des Geschehens, in der alles Geschehen aussetzt, die Mitte der Sprache, in der sie nicht mehr etwas sagt. Darin liegt die Zweideutigkeit vor der Entscheidung, von der Benjamin schreibt, dass sie alle Gebärden Kafkas betrifft. Um diese Überlegung zur Geste fassbarer zu machen, sei auf Kafkas Gleichnis des selbstvergessenen Hämmerns verwiesen, dem sowohl Benjamin als auch Hamacher einen großen Stellenwert einräumen. In der Aphorismensammlung Er spricht Kafka von dem Wunsch, einen Tisch mit peinlicher, ordentlicher Handwerksmäßigkeit zusammenzuhämmern und aber gleichzeitig nichts zu tun. Und zwar nicht so, dass man sagen könnte, ihm ist das Hämmern ein Nichts, sondern ihm ist das Hämmern ein wirkliches Hämmern und gleichzeitig auch ein Nichts. Wodurch ja das Hämmern noch kühner, noch entschlossener, noch wirklicher und, wenn du willst, noch irrsinniger geworden wäre. Kafkas Beschreibung des Hämmerns kann mit dem Schreiben in Beziehung gesetzt werden. Beide, wenn auch so unterschiedliche Tätigkeiten,
können zu einer Verbindung zwischen etwas und nichts werden. Diese eigentlich unmögliche Verbindung wird dialektisch in Kafkas Literatur wirklich. Benjamin bewertet die entschlossene Geste des Hämmerns auch als fanatisch und sonderbar. Und doch, oder gerade deshalb, scheint in der Versunkenheit in die Tätigkeit ein Glücksmoment auf. Hamacher resümiert, dass Schreiben und Sprechen bei Kafka nicht einfach ein performativer Sprachakt sei, der eine Konvention des Sprechens oder des Sprechens überhaupt inauguriert. Stattdessen würde sein Sprechen die bloße Möglichkeit eines solchen Sprechens eröffnen. Es sei somit eine Ermöglichung und Verunmöglichung, als Handlung und zugleich Nichthandlung ein Affirmativ der Sprache. Was bleibt, ist nicht ein Satz, der das Gesetz der Sprache verkündet, sondern die Ellipse, die Geste, die es eröffnet und offen lässt. Das Naturtheater von Oklahoma. Benjamin deutet das Naturtheater von Oklahoma als eine letzte Zuflucht. Dabei sei, so betont Kramer, die von Benjamin beschriebene Erlösung im Naturtheater jedoch nichts dieser Welt Entrücktes. Es komme Benjamin darauf an, wie die Erlösung aus der menschlichen Perspektive zu denken und wie sein Verhalten auf sie auszurichten sei. Benjamin betont, dass dieses gestische Theater, in das der Protagonist des Romans Amerika aufgenommen wird, eine Ausnahmestellung in Kafkas Schriften einnimmt. Der letzte Roman Kafkas wurde posthum zunächst unter dem Titel Amerika veröffentlicht. Unter diesem Namen bezieht sich auch Benjamin auf ihn. Eine spätere kritische Ausgabe nannte den Roman in Der Verschollene um. Aus Verständnisgründen wird sich hier auch als Amerika auf ihn bezogen. Gleichzeitig, und dies verwundert zunächst, rät Benjamin, Kafkas Werk mit dem Naturtheater in Bezug zu setzen. Viele Texte Kafkas treten erst in ihr volles Licht, indem man sie gleichsam als Akte auf das Naturtheater in Oklahoma versetzt. Am Ende seiner Reise findet der Protagonist Karl Rossmann im Naturtheater von Oklahoma seine Erfüllung. So schließt der Roman mit einem heiteren und gelösten Aufnahmefest. Diese Ausgelassenheit hebt sich von dem im kafkaschen Werk generell vorherrschenden, unversöhnt leidenden und ständig zur Flucht getriebenen Zustand ab. Die ganz rätsellose, durchsichtige und lautere Figur des Protagonisten steht, wie Benjamin betont, im Kontrast zum rätselhaften Ort, dem Naturtheater von Oklahoma. Er gibt dazu Rosenzweigs Gedanken zu China wieder und eröffnet damit eine verwirrende Verknüpfung von Verweisen und zieht eine Verbindung vom chinesischen Theater zum epischen und vergleicht beide wiederum mit dem Naturtheater von Oklahoma. In Analogie zu den Figuren des epischen und chinesischen Theaters ist Karl Rossmann nicht realistisch angelegt, sondern typisiert dargestellt. Benjamin versteht Kafkas gesamte Welt als ein Welttheater. Ihm steht der Mensch von Haus aus auf der Bühne, wobei die Menschen Schauspieler und zugleich Zuschauer sind. So entfällt die Unterscheidung zwischen dem individuellen Verhalten der Figuren und ihrer Rolle. Benjamin verweist darauf, dass der Protagonist des Prozessromans vor seiner Hinrichtung eine Ahnung davon bekommt. So fragt er seine Henker, an welchem Theater sie spielen. Diese beantworten die Frage zwar nicht, aber ihre Körpersprache deutet darauf hin, dass sie von ihr betroffen werden. Vor ihrem Leiden flüchtend verhalten sich die kafkaschen Figuren mimetisch, nehmen unbewusst Rollen ein. Hier zitiert Benjamin aus der Erzählung Bericht für eine Akademie. Ich ahmte nach, weil ich einen Ausweg suchte, aus keinem anderen Grund. Deshalb wird auch jeder vom Naturtheater Oklahoma eingestellt. Seltsam fröhlich heißt es auf dem Plakat, das Karl Rossmann findet, jeder ist willkommen. Wer Künstler werden will, melde sich. Wir sind das Theater, das jeden brauchen kann, jeden an seinem Ort. Wer sich für uns entschieden hat, den beglückwünschen wir gleich hier. Benjamin hält fest, dass es nicht zu enträtseln ist, nach welchen Maßstäben die Aufnahme ins Naturtheater erfolgt. Die schauspielerische Eignung, an die man zuerst denken sollte, spielt scheinbar gar keine Rolle. Dem Bewerber wird überhaupt nichts anderes zugetraut, als sich zu spielen. Dass sie im Ernstfall sein könnten, was sie angeben, schaltet aus dem Bereich der Möglichkeit aus. Im Naturtheater gibt es keinen Zwang zur Anpassung mehr. Nun wird verständlich,
warum Benjamin es als Erlösungsbild darstellt. In der Bezeichnung Naturtheater entdeckt er einen Doppelsinn. Sein Geheimer besagt, auf diesem Theater treten die Menschen ihrer Natur nach auf. Insofern bezeichnet Benjamin die Schauspieler des Naturtheaters als erlöst. Ihr Fluchtimpuls wird durch die Angemessenheit und Simultanität ihrer Handlungen bzw. Gesten aufgelöst. Die DarstellerInnen am Naturtheater können sich ihr Leben als Rolle vergegenwärtigen. Benjamin betont, der wäre ein schlechter Schauspieler, der ein Wort oder einen Gestus aus ihr vergäße. Für die Glieder der Truppe von Oklahoma aber ist sie ihr früheres Leben, daher die Natur dieses Naturtheaters. Die SchauspielerInnen auf dem Naturtheater gewinnen also die Fähigkeit, ihre ausweglose Flucht als Spiel zu denken. Dadurch befreien sie sich von dem Zwang, das Vorweltliche unterdrücken zu müssen. Im Naturtheater herrscht Gleichzeitigkeit. Da es keinen Zwang zur Nachahmung mehr gibt, ist die Nachträglichkeitsstruktur des Welttheaters aufgelöst. So würde ein chinesischer Schauspieler den Schreck darstellen, aber niemand zusammenfahren, hält Benjamin fest. An dieser Stelle zeigt sich erneut die Vergleichbarkeit zwischen dem chinesischen und dem epischen Theater mit dem Naturtheater. Gesten entstehen in diesen drei Theaterformen nicht durch vorreflexive Identifikation der SchauspielerInnen mit der gespielten Situation, sondern sind bewusst gesetzt und können dadurch auch als gespielt wahrgenommen werden. Ausgehend von den vorhergehenden werkimmanenten Überlegungen soll nun nach der Anknüpfbarkeit der Kafkaschen und Benjaminschen Darstellungsweise an die zeitgenössischen Theaterformen gefragt werden, indem die Un- bzw. Möglichkeiten eines Wechsels der Medien betrachtet werden. In Drewes Monographie zu Tendenzen des postdramatischen Theaters ist ein Kapitel mit »Das Theater nach dem Text« überschrieben. In diesem Sinne betont sie, dass sich das postdramatische Theater, das Happening und die Performance unter anderem seit Mitte des 20. Jahrhunderts mehr und mehr von einem Text als Grundlage gelöst habe. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die Grenzen zwischen den Künsten durchlässiger. Dies führte auf theoretischer Ebene zu einer Auseinandersetzung über die hybriden Kunstformen und somit auch zum Verschwimmen der Grenzen der Disziplinen. Im Zuge dieser Entwicklung weitete sich auch der Fokus der Theaterforschung aus. Es etablierten sich Theaterformen, die seit den 1990er Jahren als postdramatisch bezeichnet werden. Erika Fischer-Lichte konstatiert in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine performative Wende in den Kulturwissenschaften, also einen erhöhten Stellenwert des Performativen in der wissenschaftlichen Perspektive und nicht nur in der Theaterwissenschaft. Das postdramatische Theater führte mit einer radikalen Transformation des Szenischen zu einer Auflösung der Hierarchie von Text und Theater, was auch eine Verschiebung dramaturgischer Strukturprinzipien wie der Logik der Handlung, des Dialogs, der Figurencharakterisierung und der Konsistenz von Zeit und Raum bewirkt hat. Dadurch rückten die szenischen Elemente von theatralen Aufführungen mehr in den Vordergrund und bekamen auch die Mimik und die Gestik der Darstellenden einen neuen Stellenwert. Mimik und Gestik wurden zum Ort der Durchkreuzung des Logos erklärt, indem ihr darstellerisches Zeichenarsenal ein unhintergehbarer Rest eines nicht in seiner Bedeutung aufgehenden Zeichens eigne. Dagegen orientierte sich die traditionelle Theatersemiotik an der Vorstellung der Binarität des Zeichens. Im Zuge ihrer Weiterentwicklung wurden nun Körper in Bewegung untersucht als zeichenproduzierende Körper und als Zeichenkörper die Medium, Materialität, Leibhaftigkeit und signifikanten Sinn und zugleich jedoch niemals ganz im Zeichen aufgehen. Hans-Dietz Lehmann führt aus, dass im postdramatischen Theater das im Hier und Jetzt real werdende Vollziehen von Akten im Vordergrund steht und dagegen der Text in den Hintergrund tritt und die Perspektive sich mehr auf Atem, Rhythmus und das Jetzt der fleischlichen Präsenz des Körpers fokussiert. In Bezug auf das postdramatische Theater werden insbesondere die Bedeutung des Ereignisses und der Präsenz betont, und zwar nicht nur als produktionsästhetische, sondern auch als philosophische Kategorien, die in den epistemologischen Debatten der Theater- und Kunstwissenschaften in den letzten Jahren eine wichtige Rolle gespielt haben. Durch diese Hervorhebung des Unmittelbaren rückt auch das Gestische mehr in den Fokus. Obwohl an dieser Stelle nicht abschließend auszumachen ist,
in welchem Kontext und mit welchen Bezügen der Begriff Moderne von Drewes und Lehmann gebraucht wird, können Formen des postdramatischen Theaters einen Raum eröffnen, in dem ein reflektierter Umgang mit dem Dilemma der Darstellbarkeit im Medium des Theaters möglich wird. Müller-Schöll beschreibt ein Theater, das sich unabhängig von seiner zeitlichen Verortung ausgehend vom Moment der Krise der Darstellbarkeit entwickelt. Dieses Theater der A-Identität kann mit Benjamins Essayismus verbunden werden, da es konsequent von dem ausgeht, was im Verborgenen bleiben musste, damit etwas zur Erscheinung kommen konnte. Zugleich steht das Theater der A-Identität als ein unmögliches, das jedes mögliche Theater begründet und begrenzt, den unrealisierbaren Entwürfen Kafkas und anderer aporetischer Literaturen nahe. Das Problem und die Frage der Vermittlung stellt sich nicht nur für die praktischen Medien der Moderne, Schreiben, Theater und anderen, sondern gleichermaßen für eine Theorie, die kritisch mit diesen arbeitet. Insofern kann eine Theorie des Theaters der A-Identität nicht eine konventionelle Theatertheorie bereitstellen, sondern eine, in der es wie in Benjamins Schreiben um jeden Teil der Arbeit an der Darstellung, in dem die Darstellung selbst in den Blick kommt, geht. Resümee: Benjamin arbeitet heraus, dass sich in Kafkas Texten, insbesondere in der Desintegration der Darstellung, die das Prinzip der Darstellung selbst durchbricht, etwas anderes, bisher noch nie Dagewesenes vorbereitet und somit ihr Scheitern das Medium eines anderen Gelingens ist. In seinem essayistischen Sich-Einlassen auf Kafkas Werk treibt Benjamin dessen hermetische Suche nach etwas nicht Antizipierbarem weiter, indem er sich Kafkas paradoxer Darstellung des schlechthin Unähnlichen, Unbekannten, Unvertrauten anähnelt. Er versteht Kafkas Schreiben als die Transformation der Literatur in bloße Geste, die nichts mehr austrägt als dieses Tragen selbst. Bei der Arbeit mit diesen aporetischen Texten, beim Lesen und Wiederlesen, brach von Zeit zu Zeit ein irres Lachen aus mir heraus. Vielleicht mehr als in diesem Text scheint in meinem Lachen die Verzweiflung und Verrücktheit angesichts der Unmöglichkeit, diese Texte zu verstehen, auf. Zugleich auch die Bewunderung für die konsequente Darstellungsverweigerung und Rätselhaftigkeit der Texte und anderes Nichtsagbares. Ich lege ans Herz, bei Benjamin selbst nachzulesen. Walter Benjamin, Franz Kafka, zur 10. Wiederkehr seines Todestags. In derselbe Notizen zu Kafka, 1981. Aus der Masse der Sekundärliteratur zu Kafka möchte ich nur noch auf zwei weitere Texte hinweisen. Werner Hamacher, Die Geste im Namen, Benjamin und Kafka. In derselbe Entferntes Verstehen, Studien zu Philosophie und Literatur. 1997, erschienen in Frankfurt am Main. Und auf die Monographie von Gilles Deleuze und Félix Guattari, Kafka, Für eine kleine Literatur, erschien 1976 in Frankfurt am Main.